Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einem weiteren Guide zu God of War Ragnarök. Heute zum östlichen Bariwald und allen Sammelobjekten, die ihr hier sammeln könnt. Ihr seht, es gibt hier zwei Wissenssammelobjekte, Odins Raben und Nornentruhe und auch etwas, was noch hier versteckt ist bei mir. Hier sammle ich gerade eine Schriftrolle unterhalb dieses Pavillons da oben ein. Ich zeige euch gleich nochmal, wo ich die genau gefunden habe. Es war nur die erste, die ich gefunden habe und dann bin ich nochmal zurück. Und ihr betretet den Wald im Grunde hier durch diese Wurzel und direkt über euch findet ihr dann auch dann den Raben von Odin, den ihr hier abhaken könnt. Hier rechts ist dann eine rote Truhe, die ich hier offensichtlich geöffnet habe. Und dann folgen wir eben diesem Weg. Geradeaus würde es weitergehen und hier links ist dann eben auf dieser Treppe hier die Schriftrolle zu finden, die ich gerade eingesammelt habe. Und wenn ihr dem Weg weiter folgt zu dem erwähnten Pavillon, dann können wir hier eine Nornentruhe einsammeln. Das ist schon das dritte Sammelobjekt und dafür müssen wir hier diese Statuen auf den richtigen Buchstaben drehen. Direkt links neben der Nornentruhe. Die erste und die zweite findet ihr dann von diesem Plateau hier auf der anderen Seite, gezielter Wurf und dann klappt das auch. Und die dritte, dafür müssen wir nochmal ein bisschen zurück von der Truhe, also hier runter und dann seht ihr sie schon hier neben dem Baum stehen, müssen sie nur noch von Wurzeln befreien und dann können wir sie auf den richtigen Buchstaben drehen. Wir haben also Odins Raben eingesammelt, dann auf der Treppe die Schriftrolle für eine Wissensmarkierung und hier nun die Nonnentruhe. Das sind die ersten drei Sammelobjekte, die wir hier im östlichen Bariwald einsammeln können. Wenn wir nun weitergehen, kommen wir an die Stelle, wo auch die Story vorangetrieben wird und im Anschluss dann an diese Ruine. Und hier können wir einmal rein, uns eben hier den Weg freischaufeln. So sieht das ganze Ding aus. Und ihr seht, ich verfolge hier gerade die Story weiter. Hier ist ein Gegner, der sich immer wegteleportiert. Bevor ihr den weiter ins Dorf verfolgt, das ist nämlich der Weg dann letztendlich auch wieder ins Dorf, können wir hier an der Wand die Schrift lesen und damit auch die zweite Wissensmarkierung abhaken. Das letzte Sammelobjekt, was wir einsammeln können, können wir erst, wenn die Story beendet ist. Und zwar sind das Überreste von Asgard und die finden wir in diesem Gebiet. Es ist so ein bisschen zwischen Freys Lager und dem östlichen Bariwald. Das ist, meiner Meinung nach gehört es eigentlich gar nicht zum östlichen Bariwald. Korrekterweise, aber es zählt hier dazu. Ihr müsst also einmal diese Ruine hier durchqueren und dann hier einfach diesen Kampf überstehen und dann habt ihr auch das schon abgehakt. Das sind alle Sammelobjekte. Ich hoffe, der Guide hat euch geholfen. Wenn ja, gern Like da lassen und dann hören wir uns hier schon beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.